Herzlich willkommen beim YouTube-Kanal von A-Aqua. Wichtig! Für alle, die das Geld haben und eher so auf High-End stehen, ist dieser Film nicht gedacht. Dann bitte ausschalten. Dieser Film zeigt einen Keuteich, der ohne Bodenablauf mit einfachen Mitteln, ohne große Planung im Stile eines Gartenteiches angelegt wurde. Ein Bagger hat das Loch ausgehoben. Man sollte hier beachten, dass man in der Regel fast immer einen Bagger benötigt. Durch Wegnahme eines Zaunmoduls konnte das mit einem großen Bagger binnen 45 Minuten ausgehoben werden. Ist das Grundstück leicht abschüssig, bitte beachten, dass man ein Loch von etwa 2 Metern ausheben lässt. Dieser Teich hat ein Volumen von etwa 10.000 Liter. Dieser Teich hat eine Tiefe von etwa 1,10 Meter. Auch wenn das Loch schon tief aussieht, muss man immer bedenken, dass wieder Sand zum Schutz der Folie, die Folie selber und Bodengrund in den Teich kommt. Also nimmt man wieder einiges an Tiefe weg. Man sollte die Tiefe von 1 Meter nicht unterschreiten. Sonst wird es im Winter sehr schwierig, die Kois durchzubekommen. Ich heize im Winter und schauen, dass die Temperatur nicht unter 8 Grad fällt. Haben wir aber mal Minusgrade von minus 15 Grad, kann man die Temperatur aber nicht halten. Aber das kommt ja inzwischen auch eher selten vor. Alle Produkte werde ich verlinken. Die Produktlinks gibt es in der Videobeschreibung. Das Wasser läuft von einem Skimmer und von einer Bodengrundpumpe zuerst in einen Bogensiebfilter, Spaltfilter. Den Link gibt es in der Videobeschreibung. Die Rohre müssen selber im Baumarkt besorgt werden. Der Bogenfilter nimmt schon sehr viel Schmutz aus dem Wasser. Ob dieser Filter alleine reichen würde, habe ich noch nicht ausprobiert. Ich glaube aber eher nicht. Der Bogensiebfilter ist recht günstig zu bekommen. Hier muss man aber ja nach Schmutz diesen alle 2 bis 3 Tage von Hand entfernen. Bei 1 oder 2 Wochen Urlaub benötigt man also jemanden, der den Schmutz zwischendurch rausholt. Der Bogensiebfilter schützt den biologischen Filter, der sonst binnen kürzester Zeit komplett verdreckt wäre und seiner biologischen Arbeitsweise nicht mehr nachgehen könnte. Hier sieht man die 2 Schläuche, die zum Bogensiebfilter führen. Hier muss man mit Kugelhahn und Y-Verteiler arbeiten, um beide Schläuche zusammenzubekommen. Zusammenzuführen. Da mein Bogensiebfilter tiefer steht wie der Biofilter, muss das Wasser mit einer Pumpe hochgepumpt werden. Bei Stromausfall läuft das Wasser über den Notablauf des Bogensiebfilters ab. Hier kann also nicht viel passieren. Die Pumpe befördert das Wasser dann in die UVC-Lampe. Die UV-Lampe hängt am Sunsun Bio-Teichfilter Durchlauffilter CBF550. Von diesen Filtern habe ich 2 Stück installiert. Durch die Anzahl und die Größe der Kois ist das notwendig. Teichfilter kombinieren die mechanische und biologische Reinigung. In den Filtermaterialien siedeln sich Mikroorganismen an, die Keime und Bakterien aus dem Wasser entfernen. Schwebstoffe und Schmutz verbleiben durch die mechanische Filterung im Teichfilter und gelangen nicht mehr ins Teichwasser zurück. Es dauert etwa 4 bis 6 Wochen, bis sich Filterbakterien in einer ausreichenden Menge im Bio-Eichfilter angesiedelt haben. Erst nach dieser Zeit ist es sinnvoll, einen UVC-Teichklärer zu schalten. Dieses System kostet nur einen Bruchteil von anderen Systemen wie zum Beispiel Fließfilter. Bedenke immer, wenn man so etwas baut. Wie lange hast du Interesse an deinem Teich? Ist der Teich erst einmal gebaut, ist er auch die nächsten Jahrzehnte in deinem Garten. Auch ist es wichtig zu wissen, dass die Fische Kois enorm groß werden können. Das ist nicht jedermanns Sache, Fische im Garten zu haben mit einer Größe von teilweise über 1 Meter.
Zudem kann es passieren, dass die Kois bei guter Pflege den Besitzer überleben. Das Reinigen des Filters erfolgt etwa alle 3 bis 6 Monate. Das Reinigen geht bei mir inzwischen binnen 5 bis 10 Minuten. Ist also keine große Aktion. Die biologische Qualität des Wassers ist für die Kois sehr gut. Scheint die Sonne mehr als 10 Stunden auf das Wasser leicht grün. Durch die gute Filterung erholt sich das Wasser aber über Nacht wieder. In der Regel kann man gut bis auf den Bodengrund schauen. Wichtig ist hier zu wissen, dass ich von einem Teich spreche, der jetzt schon 4 Jahre läuft. Im ersten und im 2 Jahre kann es schon noch vorkommen, dass man Wasserwechsel und Wasser testen muss. Es kann wirklich 2 Jahre dauern, bis sich die richtige Biologie im Teich aufgebaut hat. Ich spreche hier von Biologie im Bodengrund und Algenbelege auf der Teichfolie. Daher auch unbedingt die Teichfolie im Frühjahr nicht sauber schrubben. Damit schädigt man das biologische Gleichgewicht. Wie bereits am Anfang erwähnt, ist diese Art des Koi-Teiches wohl nichts für Leute, die sich einen Teich für viel Geld bauen lassen oder diesen selber bauen wollen. Man nehme dann 20.000 Euro oder mehr in die Hand, damit das Wasser nochmal 20% klarer wird. Wenn man das möchte, kann man das tun. Für mich ist mein Teich so, wie er ist, schön. Und ich werde auch nichts mehr daran ändern. Das Wasser ist schön sauber, bis auf feine Schwebeteilchen, die man wohl nur mit einem Fließfilter beseitigen könnte. Will ich aber nicht. Die Fließfilteranlage ist einfach zu groß und viel zu teuer. Das Wasser im Film ist leicht trübe, weil ich zur Zeit der Filmaufnahmen am Teich gearbeitet habe. An 2 Stellen wird Wasser angesaugt. Zum einen hier am Poolskimmer, den ich für den Teich umgebaut habe. Im Teich am Boden liegt eine 8000 Liter Pumpe, die das Wasser aus dem Skimmer in den Bogenfilter weiter pumpt. Der Skimmer ist sehr wichtig für klares Wasser, er saugt viel Schmutz an. Vor allem die Wasseroberfläche wird so sauber gehalten. Wie man hier sieht, ist das Ganze einfach umzusetzen. Die Pumpe im Wasser läuft jetzt schon seit 3 Jahren störungsfrei. Bleibt diese mal hängen, weil die Pumpe zu wenig Wasser bekommt, reicht es aus, den Strom kurz wegzunehmen und die Pumpe dann wieder mit Strom zu versorgen. Im Normalfall geht die Pumpe dann wieder an. Eine weitere Pumpe, die Sunsun CTF 7000 Super Echo, Teichpumpe, Filterpumpe 7000 Liter pro Stunde, liegt auch noch im Teich und saugt das Wasser von unten im Teich ab. Diese Pumpe läuft auch schon 3 Jahre fehlerfrei. Bisher habe ich die Pumpe erst einmal rausgezogen, um diese sauber zu machen. Scheint sich irgendwie fast selbstständig zu reinigen. Bin mit dieser Pumpe sehr zufrieden. Das ist es soweit. Mehr Technik habe ich nicht am Teich. Das Ganze bekommt man für etwa 1500 Euro. Dazu kommt die Teichfolie und so einiges andere, was man mit verbauen kann. Ich habe auch nicht alles im ersten Jahr fertig gehabt. Wichtig ist, frühzeitig diesen Heizer zu bestellen, damit dieser für den Winter schon einmal vorhanden ist. Am besten direkt 2 Stück bestellen. Den Heizer muss man kontrollieren und, wenn dieser verschmutzt ist, mit Stahlwolle wieder sauber machen. Sonst schafft er keine 2 Wochen. Das ist aber bei allen Heizern so. Auch die mehrere 100 Euro kosten. Warmwasserbereiter für Poolteich 3000 Watt Edelstahl Tauchsieder. Der Teich verursacht Stromkosten über das ganze Jahr gesehen. Dieses ist bei der Planung zu beachten. Die Pumpen laufen das ganze Jahr durch. Der Tauchheizer kann auch schon mal 4 bis 5 Monate in Betrieb sein. Der Koi-Teich muss im Winter beheizt werden. Ansonsten kann es im Frühjahr passieren, dass Koi-Karpfen so geschwächt sind, dass diese versterben. Die Fische sind teilweise so groß, dass man diese vergraben muss. Kleine Fische aus dem Aquarium gehen in die Toilette. Aber bei Koi-Fischen ist das schon was anderes, wenn diese eine gewisse Größe haben. Bye.
Ich hoffe, ich konnte etwas helfen und einen einfach Low-Budget-Gartenteich, Koi-Teich verständlich erklären. Viele bauen heute einen Poolteich oder Hochteich ohne Pflanzen. Das geht natürlich auch und kann auch seinen Charme haben. Es ist aber zu beachten, dass dann ein natürliches Filtermedium fehlt. Denn die Pflanzen entziehen dem Wasser auch ungesunde Stoffe. Das war der Film zu meinem Koi-Teich. Wenn es gefallen hat, Abo nicht vergessen. Dann sehen wir uns wieder. Danke fürs Zuschauen.